Die Chemie in Rheinland-Pfalz wird 2014 einen Umsatzplus verzeichnen. Das gaben die Chemieverbände Rheinland-Pfalz auf ihrer Jahrespressekonferenz in Ludwigshafen bekannt. Hauptgeschäftsführer Bernd Vogler sagte allerdings, dass die Umsatzsteigerung von 3,7% in den ersten drei Quartalen nur auf die ersten starken Monate des Jahres zurückgehe. Danach hätten sich die Zahlen in der Chemie kontinuierlich nach unten entwickelt. Wir haben in der Tat eine zwiespältige Situation. Wir sind sehr gut gestartet in diesem Jahr und sind dann in eine so starke Talfahrt bei den Umsätzen geraten, wie wir sie in den letzten Jahren nicht hatten. Das ist schon signifikant und bei den ganzen Unsicherheiten in der Welt gibt uns das zu denken. Trotzdem, wir wollen nicht schwarzmalen für das nächste Jahr. Wenn sich die Risiken nicht realisieren, die wir sehen, dann werden wir keine großen Sprünge erleben, aber eine Stabilisierung der Situation. Warum die Umsätze derzeit so stark einbrechen, ist unklar. Möglicherweise sorgen sehr komplexe weltweite politische und ökonomische Entwicklungen für Unsicherheit. Der Vorsitzende der Chemieverbände Harald Schaub erteilte Forderungen der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie nach Arbeitszeitreduzierungen eine klare Absage. Die Gewerkschaft hatte eine 3- oder 4-Tage-Woche für Mitarbeiter ab dem 60. Lebensjahr ins Gespräch gebracht. Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Leben immer gesünder. Das passt einfach nicht ins Bild, dass wir früher mit dem Arbeiten aufhören. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen sind die Unternehmen auf das Erfahrungswissen gerade der erfahrenen, älteren Mitarbeiter angewiesen. Und zum anderen haben wir eine demografische Herausforderung. Es gibt immer weniger Jüngere, die ins Erwerbsleben eintreten. Von daher können wir es uns als Gesellschaft gar nicht leisten, dass wir immer mehr ältere Menschen haben, die noch früher in Rente gehen. Und die Last für die jüngere Generation immer noch größer wird. Besonders starke Umsatzeinbrüche verzeichnete die rheinland-pfälzische Pharmaindustrie. Zwischen Januar und September 2014 waren es 4,1%. Grund dafür könnten Rückgänge auf dem US-Markt und Preisvorgaben in Deutschland sein. Noch immer sind nur rund ein Drittel aller Krankheiten heilbar. Deshalb forscht die pharmazeutische Industrie intensiv an neuen Medikamenten. Wirkstoffhaltige Pflaster oder Asthma-Sprays mit innovativer und besser wirksamer Inhalationstechnik stehen als Beispiele für Neuentwicklungen rheinland-pfälzischer Pharmaunternehmen. Wenn ich als Medizinerin mir die letzten 20 Jahre Revue passieren lasse, dann bin ich sehr, sehr beeindruckt, was für Innovationen aus den rheinland-pfälzischen Unternehmen herausgekommen sind, zum Nutzen der Patienten, zum Nutzen auch ganz bestimmter Patientengruppen, wenn man an Parkinson-Kranke denkt beispielsweise mit all ihren Erschwernissen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass der Gesetzgeber dafür Rahmenbedingungen schafft, dass diese Arzneimittel auch Preise erzielen können, mit denen auch eines Tages Forschungsprojekte wieder refinanziert werden können. Und 2015? Die Produktion stagniert, Umsätze und Aufträge sinken. Die Chemieverbände Rheinland-Pfalz fordern deshalb mehr unternehmerische Freiheiten und stabile politische Vorgaben, um langfristig erfolgreich wirtschaften zu können.